Welcome to the Sin and Let Show. Oh, John. Oh, Mary. Oh, John. Warum stinkt es hier so nach Fisch, Mary? Oh, sorry. Apropos Fisch. Was denn? Deine Mom. Oha, jetzt kommt. Die macht mir manchmal so Avancen, kann das? Als ob du das Wort Avancen kennst. Ey, ich hab Abi. Als ob? Naja, zumindest fast. Haben nur noch 5 Jahre gefehlt. Haha, vorbeigeslittert. Ey, nur weil ich keine Beine hab, stellst du mich hier als Vollmongo hin, oder was? Och, komm. Finde ich nicht sehr korrekt von dir, ganz ehrlich. Du hast auch nichts gemeint. Das ist voll schwul, sich über Behinderte lustig zu machen. Ey, mach ich doch gar nicht. Besser ist das. Ey, komm mal runter, ey. Ich bleib hier oben, solange ich will. Warum bist du so überkorrekt heute? Bin ich das? So kenn ich dich ja gar nicht. Ich glaub einfach, deine Mom hat mir den Kopf verdreht. Die hat wohl ja dein Würstchen verdreht. Die ist eine reife Frau. Überreif, wenn du mich fragst. Eine richtige Frau mit jeder Menge Lebenserfahrung. Also die meiste Zeit hat die in der Horizontalen verbracht, von daher... Was kann ich so einer Edelmilf bieten, verstehst du? Zieh mir täglich eine Pizza in den Ofen, das sollte reichen. Klar, ich seh gut aus. Ach. Ich bin witzig und charmant. Okay. Und mein Kontostand ist fast dreistellig. Da muss sie sich keine Sorgen machen. Der Scheich von Abu Dhabi ist nichts gegen dich. Aber obwohl ich das Total Package bin, mache ich mir Sorgen, dass ich hier nicht genug bin. Verstehst du, wie ich meine? Willst du meine ehrliche Meinung hören? Ich bitte darum. Meine Mom hat die halbe Stadt gebumst. Da kannst du echt nicht viel falsch machen. Von daher... Meinst du? Weiß ich. Mein Kinderzimmer war direkt neben ihrem Schlafzimmer. Und du hast alles gehört? Jetzt? Klang das geil? 1A-Wix-Vorlage. Nice!